Willkommen zu Dragon Age Origins. Die Spielzeit beträgt fast 20 Stunden. Du bist in das Dorf Redcliff gereist, um Arl Eamon, den Onkel des verstorbenen König Kaelins, aufzusuchen. Du hast herausgefunden, dass Arl Eamon von dem abtrünnigen Magier Joan vergiftet wurde und dass sein Sohn Connor von einem Dämon besessen ist und sich in eine Abscheulichkeit verwandelt hat. Obwohl der Arl im Sterben liegt, hält dich die Abscheulichkeit von ihm fern. So sieht's aus. Wir haben uns ja beim letzten Mal dafür entschieden, dass wir Connor sterben lassen, beziehungsweise ihn direkt mit dem Dämon besiegen und nicht seine Mutter ins Nichts schicken. Oder seine Mutter opfern, damit wir im Nichts den Dämon besiegen können. Zirkel der Magie werden wir nicht mit einbinden. Aber vielleicht überlege ich es mir noch anders. Wir können ja mit der Mutter jederzeit reden und das ändern. Ist gut Spiel gehangen. Ich würde sagen, es lädt heute aber lange. Dann gehen wir mal einen Stockwerk nach oben. Wir können ja mal mit Arl Eamon reden und dann. Vielleicht bietet er noch eine weitere Option mit dem. Wie wir mit ihm oder seinem Sohn verfahren sollen. Wird erledigt. Mal gucken wir uns ein bisschen um. Wie ihr wünscht. Bücherregal. Leeres Pergament. Und irgendwas, was anscheinend Inventar ist. Schlüssel zum Gewölbe von Redcliff. Da muss ich auch erstmal gucken, wie wir da hinkommen. Doch gerade irgendwas bekommen. Ist das kein Kodex? Das Reich von Orle. In Val-Rayor gibt es viele Lords und Ladies. Und das meine ich wörtlich. Früher war das System der Adelszite in Orle das reinste Labyrinth. Es gab Barone, Baroness, Baronet, Unterbarone und viele andere, alle mit eigener Herkunft und genau festgelegten Unterschieden. Die orlesianische Aristokratie ist sehr alt und gründet auf dem Gedanken des Wettstreits. Der gesamte Adel nimmt an diesem großen Spiel, wie es genannt wird, teil, mit freiwillig oder nicht. Es geht dabei um Ruf und Patronat. Züge werden durch Gerüchte gemacht und die Hauptwaffe ist der Skandal. Es ist kein vornehmes Spiel. Das große Spiel hat schon mehr Blut gefordert als jeder Krieg, den Orle geführt hat. Zumindest versichert das hier jedermann von Ehre. Was die Titel angeht, so änderte sich alles mit Kaiser Draken, der das Orlesianische Reich, wie wir es heute kennen, und auch die Kirche begründet hat. Niemand wird in Orle mehr verehrt. In Val-Rayor steht eine Statue von Draken, die ebenso groß ist wie die von Andraste. Draken war der Ansicht, dass das große Spiel Orle dem Untergang bescheren würde, darum schafft er sämtliche Titel ab, mit Ausnahme seines eigenen sowie Lord und Lady. Amüsiert wurde mir erzählt, dass dadurch jedoch keineswegs das große Spiel beendet wurde, wie Draken vorgehabt hatte. Seither sammeln sie Lords und Ladies stattdessen inoffizielle Titel wie Erhabener Gönner von Tassus Clay oder Onkel des Champions von Trem. Sich die Titel alle zu merken, verursacht Kopfschmerzen und die armen Verkünder bebellen sind zu bemitleiden, die sie bei jedem Gast herunterrattern müssen, der den Saal betritt. Die Aristokratie unterscheidet sich auch in anderen Aspekten von der Fereldens. Der Herrschaftsanspruch leitet sich in Orle direkt vom Erbauer her. Verdienste spielen keine Rolle und so etwas wie Rebellion ist ebenfalls gänzlich unbekannt. Wer nicht von Adel ist, arbeitet darauf hin oder zumindest darauf, einen Adligen als Gönner zu haben. Es geht darum, die Gunst von jenen zu erwerben, die im großen Spiel eine höhere Position einnehmen. Und dann gibt es noch die Masken und die Schminke. So viel Farbe sah ich bisher nur in den Hundezwingern von High Ever. Aber das ist eine andere Geschichte. So, okay. Wissen wir also auch ein bisschen was über Orle. Machen wir mal weiter. Natürlich werden wir hier angegriffen, das war ja offensichtlich. Level war hier ein bisschen auf dabei. So ein bisschen Leichnamgalle brauchen wir noch. Ich frag mich ja, wofür dieser Schlüssel vom Kämmerer ist.
wo wir überhaupt hin müssen, in welche Richtung. Hier waren wir ja schon, hier sind wir noch nicht lang gegangen. Gehen wir erstmal die linke Seite hier ab auf der Karte. Den Toten haben die Leichnam Galle, die Schlurfenden haben immer nur irgendwelchen Blödsinn. Liliana, bitte. Dankeschön. Tagebuch eines Besänftigten. Dann lass mal sehen. Okay, hier haben wir, das haben wir schon gehabt. Was haben wir denn neu? Bücher und Lieder müssten das sind. Charaktere, was war da neu? Connor Gera. Das gucken wir uns alles am Ende an, wenn wir mehr über die Charaktere wissen. Das wird ja eigentlich permanent aktualisiert. Tagebuch eines Besänftigten. Einige lachen über mich. Es macht mir nichts mehr aus. Früher habe ich ebenso studiert, wie sie es jetzt tun. Ich lernte unter der Anleitung eines Verzauberers und wollte die Kunst beherrschen, Magie nach meinem Willen einzusetzen. Es gelang mir nicht übel, aber dennoch fiel es mir schwer. Ich bemerkte die Seitenblicke des Verzauberers voller Sorge und Enttäuschung. Als andere Schüler schon große Feuer schufen, konnte ich gerade einmal Kerzen anzünden. Ich hatte Angst vor der Magie. Als kleiner Junge hatte meine Großmutter mir Geschichten über die schreckliche Flemeth erzählt, die Hexe der Wildnis. Von den Magistern, deren böse Magie die dunkle Brut über die Welt gebracht hatte. Dass Dämonen sich zu Träumen der Magiebegabten hingezogen fühlen wie Motten zum Licht. All das teilte sie mir mit, weil diese Begabung unserer Familie im Blut lag und ich Bescheid wissen sollte. Auch ich hatte die Begabung. Ich hatte es meine ganze Kindheit lang befürchtet und zum Erbauer gebetet, dass der Fluch mich verschonen möge. Aber tief in mir wusste ich, was geschehen würde. Und als die Templer kamen, war es mir klar. Der Turm der Magier war furchterregend, voller Geheimnisse und Gefahren. Die Templer starrten mich an, als würde ich jeden Moment vor ihren Augen in eine Abscheulichkeit verwandeln. Mein Verzauberer versuchte geduldig, meine Willenskraft zu stärken. Die einzige Verteidigung gegen Übernahmeversuche durch Dämonen, aber es war vergebens. Viele Nächte weinte ich mich an diesen dunklen und einsamen Orten in den Schlaf. Schließlich stand meine Läuterung bevor, meine letzte Prüfung. Stellt euch einen Dämon, so sagten sie. Stellt euch einem Dämon, so sagten sie, und lasst das Ritual der Besänftigung über euch ergehen. Dabei wurde meine Verbindung zum Nichts durchtrennt. Ich würde nie mehr träumen und kein Dämon könnte mir etwas antun. Allerdings könnte ich auch keine Magie mehr wirken und hätte nie wieder Gefühle. Der Dämon wäre mein sicherer Tod, also fiel mir die Wahl leicht. Es war nicht besonders schmerzhaft. Jetzt diene ich auf andere Weise. Wir besänftigen, verwalten das Archiv. Wir führen den Turm, kaufen Vorräte ein und kümmern uns um die Finanzen. Aufgrund unseres Zustandes können wir Lyrium ohne schädliche Nebenwirkungen benutzen und sind daher zuständig für die Herstellung magischer Gegenstände. Wir verkaufen die Gegenstände auch an jene, die vom Zirkel eine Genehmigung dafür haben, und sorgen so für den monetären Wohlstand des Zirkels. Wir Besänftigten sind also überaus aktiv. Die Jungen und Alten mögen mich missbilligend anstarren, dabei wären sie ohne mich viel schlechter dran. Sie mögen mich für einen Versager halten, aber das schreckt mich nicht. Mich schreckt nichts, auch nicht, was ich jetzt bin. Schatten sind nichts als Schatten, und ich bin zufrieden. Edin, der bescheidene Besänftigter des Zirkels der Magie von Starkhaven in den freien Marschen. Okay, also man sieht da die Besänftigten jeglicher Gefühle beraubt. Jetzt immer die Kappe abzunehmen, um den Computer nicht überhitzen zu lassen. Und man sieht wieder die Besänftigten jeglicher Gefühle beraubt. Und dennoch nicht unglücklich, weil sie halt nicht unglücklich sein können. Sie haben halt die Gefühle dafür nicht. Die haben halt nur die Alternative, entweder so weiterleben oder sterben. Dann ist die Wahl natürlich nicht so schwer, aber an sich ist das, was sie jetzt haben, natürlich auch... Eigentlich ist das wie, was wir hier mit Connor haben, eine Dilemmasituation. Es gibt zwei Möglichkeiten und beide sind schlecht. Also entweder wir bringen Connor um oder wir opfern Isolde. Das hier? Schatzkammer, ne? Das sieht aus, als wäre das der Schlüssel dafür. Entweder wir machen den Zirkel der Magie, worauf ich keine Lust habe erstmal. Ich meine, ich glaube mich zu erinnern, wo ich das erste Mal gespielt habe, habe ich den Zirkel der Magie zur Hilfe genommen, weil ich niemanden opfern wollte. Es gibt später noch eine andere Entscheidung im Spiel, an die ich mich auch noch erinnere. Wir zwischen zwei Charakteren entscheiden müssen. Ich weiß, für wen ich mich damals entschieden habe, deswegen
Ich würde mich wahrscheinlich wieder für ihn entscheiden, aber allein der Vollständigkeit halber und auch weil ich sehen will, was dann passiert, würde ich den anderen nehmen. Dauert aber noch eine Weile und ich werde es dann bestimmt erwähnen, wenn es soweit ist. Wie ihr wünscht. Ich hoffe, der Schatz, ich hoffe, den Schlüssel, den wir haben, der ist hierfür. Ja. Schatzkammer. Ich möchte ja ein bisschen was Vernünftiges sehen hier. Helm des Kommandanten. Emens Schild. Na, das sieht alles vernünftig aus. Weg damit. Gibt es hier auch Codex-Einträge? Nö, aber es gibt noch mehr Waffen. Wie ihr wünscht. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Wird erledigt. Ja. Das sollte kein Problem sein. So, was schmeißen wir noch weg? Geistscherben brauchen wir nicht. Gefrorener Blitz brauchen wir auch nicht. Hier lang müssen wir bestimmt weiter. Gucken wir uns erstmal an, was wir gerade bekommen haben. Ja. Bogen werden wir wohl keinen ausrüsten. Schwere Kettenrüstungshandschuhe. Das ist nichts für uns, aber vielleicht was für die anderen Charaktere dann. Soldatenhelm. Helm des Kommandanten. Nehmen wir mal den Helm des Kommandanten. Schließlich sind wir Monsieur Kommandante. So, Morrigan. Kannst du irgendwas hiervon ausrüsten? Nee. Eliana, wie sieht's aus? Eine bessere Armbrust haben wir, glaube ich, keine. Doch, aber die kann, ach, die kann sie gar nicht ausrüsten. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch eine Armbrust gerade bekommen. Eisbolzen, wenn die alle sind, nimmt sie wahrscheinlich wieder nur normale Bolzen, die keinen besonders hohen Schaden verursachen. So, Alistair, hier möchte ich jetzt aber was sehen. Hast du den Helm von Hornleaf? Gut, der hat natürlich einen schweren Metallschild, da werden auch unsere anderen Schilde, die wir bisher haben, nicht viel mithalten können. Auch Emens Schild, aber Emens Schild scheint doch, wenn ich da mehr Ausdauer und alles bekomme, werden wir das mal machen. Eine bessere Waffe wird wohl nicht dabei gewesen sein. Nee. Okay. Weiter geht's. Scheint Connor zu stehen. Und Emen auch irgendwo. Gegen die werden wir bestimmt gleich kämpfen. Aveline, Ritterin von Olle. Gucken wir uns den Codex-Eintrag erstmal an. Ach, hier. Aveline wurde als Tochter eines olesianischen Bauern in der Nähe der Stadt Halam Shiral geboren. In der ersten Hälfte des Sturmzeitalters. Sie war ein großes und hässliches Baby und ihr Vater hatte auf einen Jungen gehofft. Er wollte sie nicht aufziehen und setzte sie im Wald zum Sterben aus, aber ein vorbeiziehender Clan der Dalish-Elfen fand das schreiende Kind. Die Elfen nahmen sie auf und zogen sie als eine der ihren auf. Groß.
Sie lehrten sie das Bogenschützen, den Duellkampf und weitere Fähigkeiten zum Überleben. Als sie erwachsen wurde, war sie größer und stärker als die meisten Frauen, von Elfenfrauen ganz zu schweigen. Ihre Adoptiveltern erkannten ihre Qualitäten als Kriegerin, also ermutigten sie sie dazu, an einem Turnier der Menschen im nahegelegenen Monsimar teilzunehmen. Aber Frauen waren in Orlais, der Ritter stand und die Turnierteilnahme verwehrt, also verkleidete sich Aveline als Mann. Okay, die Geschichte kennen wir, glaube ich, schon so ungefähr. Ihr Clan schmiedete eine Rüstung und einen Helm für sie, der den ganzen Kopf bedeckte, und gab ihr ein Schwert aus bester Eisenborke. Aveline trug sich als Ritter aus Antiva ein. Sie weigerte sich, ihren Helm abzunehmen, selbst beim Bogenschießen. Und tatsächlich besiegte sie einen Ritter nach dem anderen, bis sie schließlich am Ende Kaleva gegenüberstand, einem Ritter, der dem Kaiser selbst diente und als bester Kämpfer des Landes galt. Kaleva war wild entschlossen, nicht zu verlieren, und schlug schnell und hart zu. Als Aveline jeden seiner Hiebe parierte, wurde er immer frustrierter. Schließlich stellte er Aveline voller Verzweiflung ein Bein, sodass sie zu Boden fiel. Dabei verlor sie ihren Helm. Kaleva war tief beschämt. Er wollte das Turnier für ungültig erklären lassen, wurde deshalb aber von den Zuschauern ausgebuht. Voller Zorn drehte er sich um und erschlug Aveline, die hilflos am Boden lag. Bei dem Turnier war auch Prinz Celestine zugegen, der Sohn des Kaisers. Aveline hatte auch ihn besiegt, aber er erkannte an, wie geschickt und tapfer sie gekämpft hatte. Ihr ungerechtfertigter Tod rührte ihn sehr. Nachdem er 744 Sturm den Kaiserthron bestiegen hatte, schaffte Celestine das Gesetz ab, nachdem Frauen dem orlesianischen Ritterstand nicht beitreten durften, und schlug Aveline posthum zur Ritterin. Obgleich es in Orlais auch heute nur noch wenige weibliche Ritter gibt, verehren sie doch alle Sir Aveline als ihre Schutzpatronin. Aveline, Ritterin von Orlais, von Lord François Meny, 8-4 gesegnetes Zeitalter. Ja, die Geschichte von Aveline hatten wir, glaube ich, so ähnlich schon mal gehört. Wo war das gewesen? Bei Notizen? Nee. Wird schon irgendwo gewesen sein. Die Jason war es auch nicht. Stand doch irgendwas mit, dass man hier eigentlich die Kehle durchgeschnitten hatte und nicht, dass sie nur erschlagen wurde. Gut, diese Genauigkeiten kommt es wahrscheinlich gar nicht an. Ah, ist jetzt egal. Wird schon seine Richtigkeit haben. Vielleicht kommen wir ja an Connor vorbei. Nee. Nein, geh nicht zu ihm. Sie wird wütend. Sie wird... Ich glaube, wir haben nicht die Wahl, ob wir gegen ihn kämpfen wollen oder nicht. Tür ist zu und wir kämpfen gegen einen Dämon der Wolle. Rot, also Boss-Gegner. Bitte, wir kämpfen auch gleich gegen die ganzen Untoten hier, natürlich. Den Schaden fressen wir derzeit nicht. Dämon scheint gar nicht da zu sein. Wir müssen halt alle die anderen besiegen. Sieht hier mit Duzen aus, ist nicht. Wo ist der niedere Dämon des Korn? Einfach ist das alles leicht. Können wir nicht sagen, schalten wir das ganz schnell auf normal. Jetzt haben wir ihn jetzt wieder fast besiegt. Gleich durchspielen. Ich glaube, das war's. Halt! Halt! Tut ihm nichts! Bitte.
auch Mitleid. Er ist nur ein Junge. Er hat das nicht verdient. Habt ihr eine andere Lösung? Es muss eine Alternative geben. Der Zirkel kennt sicher irgendeinen Zauber. Oder wir bringen ihn zur Kathedrale nach Denerim. Für einen Exorzismus. Ein Exorzismus hilft da nicht, Herrin. Erbauer. Den Zirkel machen wir nicht, weil wir den schon mal hatten. Es muss doch einen anderen Weg geben. Tötet meinen Kleinen nicht. Ich flehe euch an. Was ist mit eurem Gatten? Was ist, wenn Al-Imen stirbt? Verlangt mich zwischen beiden zu wählen. Das kann ich nicht. Was, wenn es euer Sohn wäre? Wie wir es beim letzten Mal gehört haben, hängt Al-Imens Leben ja am Dämon. Im Endeffekt würden wir dann beide besiegen oder beide töten. Sie Bewusstschuss schlagen, Connor töten. Nee. Bitte macht es nicht schwerer, als es ist. Ihr seid wie Tiegel. Wie ihr so grimmig dasteht. Ihr sagt, mein Sohn müsse sterben. So muss es nicht enden. Ich befehle euch, haltet ein! Nö. Jetzt hat sie Pech. Befehlston geht hier gar nicht. Gut, das muss ein Ende haben jetzt. Nein! Bitte, ich... Was habt ihr getan? Ich habe getan, was ich... Es tut mir sehr leid, ihr ließt mir keine Wahl. Er war nur ein Junge. Er hat mich... Ich habe alles versucht, um ihn zu retten. Und was ist mir geblieben? Wenn er uns zu Al-Imen gelassen hätte, ohne dass er uns gleich angreift, hätten wir uns ja überlegen können, was wir machen. Nun, da der Dämon seinen Tod nicht mehr aufschieben kann, werde ich wohl meine ganze Familie verlieren. Genug. Ich möchte nun meinen Sohn betrauen. Gewährt mir wenigstens das. Eine coole Art von Seebestattung. Zumindest ehrenvoll. Es ist vorüber. Connor ist tot. Und der Dämon mit ihm verschwunden. Die Kreaturen wurden besiegt. Das Schloss gehört wieder uns. Ich dachte, ich sehe meinen Bruder nie wieder. Mein Sohn. Dein Neffe ist tot. Vergiss das nicht in deiner Erleichterung, Tegan. Wie könnte ich das? Eamon hat viel zu betrauern, so er sich erhob. Da ist noch die Sache mit Jarwin. Er hat Eamon vergiftet und damit alles andere losgetreten. Er lebt und ich muss entscheiden, was mit ihm geschieht. Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jarwins Schicksal besiegt. Wie denkt ihr darüber? Warum wollt ihr meine Meinung hören? Ihr sprach doch mit ihm, oder nicht? Ihr wisst besser als ich, was er getan hat. Wäre er nützlich für euch? Ich würde ihm nicht vertrauen. Aber ich würde meinem Bruder niemals vorschreiben, was er zu tun hat. Freilassen? Nee. Hinrichten? Vielleicht auch nicht. Macht mit ihm, was ihr wollt. Nun gut. Dann werde ich den Magier bis auf genau, weiteres wir wieder wir sein einsperren. Leben an das vom Ali. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht weg. Die Urne.
Die Urne der heiligen Asche wird Eamon retten. Können wir nicht irgendwie anders heilen, mit Magie vielleicht? Das wurde bereits versucht. Und wir versuchen es auch weiterhin, jetzt, wo der Dämon nicht mehr da ist. Aber das Relikt bleibt eine weitere Möglichkeit. Mein Gatte hat die Forschungen eines Scholaren in Denerim finanziert. Bruder Genitivi. Er hat die Inschriften auf Andrastes Geburtsstein studiert. Als Eamon krank wurde, schickte ich die Ritter zu Genitivi. In der Hoffnung, er wisse inzwischen, wo sich die Urne der heiligen Asche befindet. Sie konnten Genitivi jedoch nicht ausfindig machen. Aus Verzweiflung sandte ich weitere Ritter aus, um ihn oder Hinweise auf die Urne selbst zu finden. Was macht ihr in der Zwischenzeit? Ich muss Eamons Ritter nach ihrer Rückkehr formieren, neue Soldaten rekrutieren und die Armee auf den Kampf vorbereiten. Ich übergebe Radcliffe zurück an Eamon, sobald er erwacht und in einem Zustand ist, in dem er bei dem kommenden Krieg von Nutzen sein kann. Was sonst? Was bekomme ich für die Suche nach dieser Urne? Ich kann euch nichts geben. Außer, wenn wir Glück haben, meinen Bruder und die Armeen, die er aufstellt. Dafür brauchen wir aber die Urne. Wenn ihr mehr wollt, sprecht mit ihm, wenn er wieder wach ist. Ich werde versuchen, das Relikt zu finden. Das vermag sonst niemand. Ich würde es selbst übernehmen, aber ich kann Radcliffe nicht seinem Schicksal überlassen. Geht zum Haus von Bruder Genitivi nach Denerim. Vielleicht findet ihr dort Hinweise über seinen Aufenthaltsort. Dort muss die Suche ihren Anfang nehmen, denke ich. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück. Der Erbauer sei mit euch. Also wieder nach Denerim. Alle Wege führen in die Hauptstadt. Der Eamon schläft da. Er liegt im Koma. Erste Verderbnis, Kapitel 2. Das Schloss ist gerettet, doch mein Sohn kehrt nie wieder. Ihr werdet mir sicher vergeben, dass meine Freude begrenzt ist. Habt ihr vergessen, dass ihr zum Teil für all das verantwortlich seid? Nein. Und das schön nochmal unter die Nase reiben. Ich kann nicht nach meinem Sohn auch noch Eamon verlieren. Das würde ich nicht ertragen. Wird erledigt. Geschichte von Ferelden, Kapitel 1. Beschäftigt euch etwas? Jetzt sollte aber der Dämon hoffentlich was hinterlassen haben, was mir gefällt. Mächtiger Lyriumtrank, na gut. Besser als nichts. Der arme Junge. Unvorstellbar, was er durchgemacht haben muss. Sie schrubbt den Boden. Von seinem Blut. Der arme Junge. Unvorstellbar, was er durchgemacht hat. Dann gehen wir mal noch ein paar Questbelohnungen uns abholen. Die Urne der heiligen Asche. Finde die Urne der heiligen Asche. Bruder Genitivi, der soll anscheinend noch leben. Von dem haben wir diese ganzen Codex-Einträge. Ich dachte, das ist ein Uralter gewesen, der vor hunderten von Jahren gelebt hat, aber okay. Nach Denerim. Das machen wir, wenn wir da soweit sind. Die Verderbnis. Was ist da neu? Der Arl von Radcliffe. Oberflächlich könnten wir machen. 10 Bündel Tiefenpilze. So viel haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber Kantor können wir machen. Gut, dass ihr das mit dem Dämon geklärt habt. Nun müssen wir entweder den Aal wiederbeleben. Oder Ben Tegan seinen Platz einnehmen lassen. Ich überlege, eigentlich könnten wir nochmal in den Kerker gehen. Gucken, was Joan uns zu sagen hat.
wo er sich bedankt, dass wir ihn nicht direkt haben umbringen lassen. Oder hast du was zu sagen hier? Und trotz allem musste der Junge sterben. Die Magie ist schon. Der Erbauer segne euch, grauer Wächter. Dann können wir auch noch zu Owen gehen, denn wir haben seine Tochter hier drin gefunden. Sie halten mich hier fest, bis der Aal... Okay, der hat auch nichts Neues zu sagen. Wenn er erwacht. Ich dachte, der sagt noch mehr. Ansonsten gibt es jetzt wieder ganz, ganz viele mögliche Ziele. Ich habe überlegt, wir machen vielleicht Anfang vom Frostgipfelgebirge demnächst, also dass wir nur wie beim Zirkel der Magier halt den Kalnatsee das Vorgebiet abgrasen, ohne dass wir dann gesegnet nach Orsamar reingehen. Des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Wie ihr wünscht. Gibt's nichts Neues? Wo war Owen gewesen? Hier, oder? Nee, hier. Meine Valena ist zurück. Sie hat mir von eurer waghalsigen Rettungsaktion erzählt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Nehmt das als Belohnung für eure Tat. Es ist eine Zwergenanfertigung und dürfte euch nützlich sein. Eine Zwergenrüstung? Ja, die nehme ich. Nochmals danke. Ich stehe auf ewig in eurer Schuld. Du levelst erstmal auf. Zwergenrüstung, hoffentlich ist die gut für uns. Achso, hier. Naja. Freude hält sich in Grenzen. Seid ihr willkommen. Was kann ich für euch tun? Ihr könnt natürlich alles nehmen, was ich habe. Ganz zu euren Diensten. Dann schenk uns alles. Immer Zeug verkaufen, was wir nicht mehr brauchen. Langsam bekommen wir auch ein bisschen Geld hier rein in den Laden.
Okay. Danke, Herr. Ohne eure Hilfe hätte ich nie... Sagen, was Quests betrifft, sind wir eigentlich erstmal soweit durch. Hier müssen wir nach Denerim. Frostgipfelgebirge und Denerim. Auch wieder. Das Wesen der Bestie, das ist Dalish. Zirkel der Magi. Orsama. Gefährten ist... Achso, das ist... Orsama. Denerim und Denerim. Zehn Bündel Tiefenpilze, wie viel haben wir denn davon noch? Achte. Na gut, gehen wir erstmal ins Lager. Dann entscheiden wir, wie wir weitermachen. Schon geneigt, um vielleicht zu sagen, wir machen diese kurzen Quests in Denerim, ohne in den Hauptstory-Teil zu gehen. Auch wenn es derzeit noch kein Quest für Denerim gibt, natürlich ist das Hauptstory. Da wir nun zurück im Lager sind, würde ich gerne über die heutigen Geschehnisse reden. In Redcliffe. Was habt ihr auf dem Herzen? Ihr habt Connor getötet. Getötet! Einen kleinen Jungen. Wie konntet ihr das tun? Wollt ihr damit sagen, ich hätte Blutmagie einsetzen sollen, ihr? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Was im Schloss geschehen ist, war Lady Isolds Schuld. Sie hatte so viel Blut an den Händen, es wäre womöglich besser gewesen, wenn sie sich geopfert hätte. Wir reden hier vom Sohn des Aals! Was wird er wohl dazu sagen, wenn wir ihn wiederbeleben? Vielleicht habt ihr recht, ich weiß auch nicht. Ich begreife nur nicht, wie ihr zu dieser Entscheidung fähig sein konntet. Ich schulde dem Aal mehr als das. Hör auf zu jammern. Nee. Ich habe wirklich mein Bestes gegeben, Alistair. Wirklich? Dann muss ich das wohl oder übel akzeptieren. Vergesst einfach, dass ich davon angefangen habe. Ich bin hier der Esel in Ordnung. Vergesst, dass ich etwas gesagt habe. Oh. Minus 21 Zuneigung. Ganz schlecht. Beschäftigt euch etwas? Wir haben bestimmt ein paar gute Geschenke, die ihn aufbauen können. Zum Beispiel ein Amulett von Alistairs Mutter. Muss es sein. Aber warum ist es nicht zerbrochen? Wo habt ihr es gefunden? Amulett eurer Mutter, seid ihr sicher? Ich nehme an, dass noch mehr Amulette dieser Art im Dutzend eines Silbermünze. Ich habe noch nie eins gesehen. Unglaublich. Diese Dinger kosten im Dutzend eine Kupfermünze. Ne, wir haben es natürlich im Schloss Redcliffe gefunden, im Studierzimmer. Oh, das Studierzimmer des Arts? Dann muss er das Amulett gefunden haben, nachdem ich es gegen die Wand geschleudert hatte. Es repariert und aufbewahrt haben. Ich verstehe nicht, warum hat er das getan? Vielleicht bedeutet ihr mehr, als ihr glaubt. Ihr könntet recht haben. Wir haben nie viel miteinander geredet und als ich dann fortging... Danke, wirklich. Ich dachte, ich hätte es wegen meiner Dummheit endgültig verloren. Ich muss mit ihm darüber reden, falls er wieder gesund wird. Sobald er wieder gesund ist. Genau. Ich wünschte, ich hätte nicht schon ob, sondern Zeit wiederbekommen. Euch ist eingefallen, dass ich es schon einmal erwähnt habe? Oh. Normalerweise hören die Leute nie zu, wenn ich etwas erzähle. Bitte, habt ihr was gesagt?
Wir sind Freunde, natürlich ist es mir eingefallen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich geehrt. Ich in Ernsthaft gesagt, mach's nicht größer, als es ist, aber... Natürlich... Plus 7. Beschäftigt euch etwas? Ist ja wirklich ein bisschen wenig. Die kosten natürlich trotzdem im Dutzend. Nur ein Kupferling. Reden wir erstmal wieder mit allen Leuten. Wir haben Radcliffe erstmal abgeschlossen. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Kennst du noch ein paar Geschichten? Natürlich. Und ich liebe Geschichten. Vielleicht erzählst du noch was anderes. Um sie für mich zu behalten. Jeder sollte doch etwas von ihnen haben. Ich glaube, dafür haben wir alles schon. Was erzählt mir noch eine andere Geschichte? Welche? Es fällt euch sicher wieder ein. Ja. Erzählt mir nochmal, erzählt mir etwas über Alindra. Okay, nochmal, das heißt, haben wir schon, erzählt mir was über die dunkle Brut. Die Kirche sagt, der Hochmut der Menschen habe die dunkle Brut hervorgebracht. Vor langer Zeit herrschten die Magier des Reiches von Tevinter über einen Großteil der uns bekannten Welt. In ihrem Hochmut hielten sie ihre Magie für unüberwindlich und stellten sich sogar über den Erbauer selbst. Also überfielen sie seine goldene Stadt, um selbst darin zu leben und ihren eigenen Schöpfer abzusetzen. Doch sie waren unrein und voller Sünde. Und mit dieser Sünde befleckten sie die goldene Stadt, die dadurch auf ewig verdorben wurde. Der Erbauer verfluchte sie und verbannte sie aus seinen Augen. Wo immer sie dann hingingen, verbreiteten sie die Verderbtheit ihrer Sünden. Jedes Land, das sie berührten, wurde verderbt und brachte kein Leben mehr hervor. Stattdessen erhob sich die dunkle Brut, um uns zu quälen und uns an unseren Hochmut zu erinnern. Nochmal, erzählt mir etwas über Alindra und ihren Soldaten. Vor langer Zeit lebte ein schönes Mädchen namens Alindra. Sie hatte viele Verehrer, wies aber alle zurück, weil sie sie nicht liebte. Eines Tages saß Alindra an ihrem Fenster im Schloss ihres Vaters, sang und träumte, als ihre herrliche Stimme die Aufmerksamkeit eines jungen Soldaten erregte. Von ihrem Liede verzaubert, näherte sich der Soldat Alindras Fenster. Als ihre Blicke sich trafen, verliebte er sich sofort in sie und sie sich in ihn. Das kennen wir doch aber auch schon. Als Alindra ihrem Vater erzählte, welchen Mann sie erwählt hatte, um sie zu trennen, sperrte nach weniger... Man sagt, wenn Alindra genug geweint hat, okay, das wissen wir schon. Hier ist die Zustimmung. Alles da ist okay, die Zustimmung. Wie siehst du das? Es spricht. Gucken, ob die dabei waren in Radcliffe, was zu den Ereignissen zu sagen haben. Ich erwarte euren Befehl. Nee. Du? Ihr habt gerufen, wie ihr wünscht. Und dann bleibt's. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu... Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Möchte ja wohl sein. Auch des Winters. Könnte sie ausrüsten? So, ich bin auf meiner Seite. Müsst ja hier drüben gucken. Ist eine bessere Armbrust für Liliana? Ja. Und sie hat natürlich auch noch eine, die sie demnächst irgendwann lernen kann. Gnade des Waldgeistes.
Morrigan. Ja, das war's mal alles so, brauchen wir nicht neu kaufen. Als nichts, was sie ausrüsten könnte. Der Zauberschutz 87 Souverän. Volvirium-Tränke könnten wir eigentlich auch noch 3er mitnehmen. Dann haben wir dieses Buch der körperlichen Methodik. Oder der Arkan-Methodik. Das ist Magier und das ist Krieger oder Schurke. Da würde ich mal lieber das nehmen. Diese schönen Dinge können wir demnächst nochmal kaufen, wenn wir wieder ein paar Zuneigungspunkte brauchen. Reicht nicht mehr für den Rucksack, den würde ich natürlich schon gern mitnehmen wollen. Muss ich vielleicht doch nochmal was verkaufen? Nehmen wir noch den Rucksack mit, haben wir wieder 10 dazu bekommen. Verzauberung? Verzauberung. Verzauberung! Plus 8 Schaden gegen die dunkle Brut und wir nehmen noch plus 2 Zauberresistenz. Hier machen wir das mit rein und hier machen wir das mit rein. Vielen Dank. Okay, das war's. Beim nächsten Mal werden wir dann vielleicht entweder in Denerim mal gucken, was da so die Nebenquests, was da für Nebenquests anstehen, oder wir gehen mal ins Frostgipfelgebirge. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.